In absehbarer Zukunft gerät der Pilgrim, eine Satellitenkapsel, die mit lebenswichtigen Bodenproben von Mars zurückkehrt und möglicherweise Anzeichen für außerirdisches Leben birgt, in Schwierigkeiten. Von Asteroiden getroffen, weicht er von seinem vorgesehenen Kurs ab, was die Besatzung der Internationalen Raumstation zu einer kritischen Mission veranlasst, den Pilgrim abzufangen und seine kostbare Fracht zu sichern. Nachdem die Crew Rory B.I. den Vorbereitungen für einen Weltraumspaziergang unterstützt hat, nehmen die Mitglieder schnell ihre Positionen ein, um ihm bei der Navigation der Rettungsaktion zu helfen. Rory wagt sich in den Weltraum und lenkt den mechanischen Arm der Station, um den rasch näher kommenden Pilgrim einzufangen. Beim Kontakt zittert die Station kurz, was kurzzeitig Bedenken unter der Besatzung auslöst. Daraufhin untersucht Hugh, ein Astrobiologe mit Lähmung, die Proben sorgfältig und entdeckt ein fast versteinertes Einzellerorganismus im Boden. Nach mehreren Versuchen, den Organismus zu beleben, greift Hugh auf die Reproduktion der atmosphärischen Bedingungen der proterozoischen Erde zurück, indem er ein Wachstumshormon einführt. Zu aller Erstaunen kommt der Organismus zum Leben und markiert einen historischen Meilenstein als erster Beweis für außerirdisches Leben. Die Nachricht von der Entdeckung verbreitet sich schnell und erregt die Aufmerksamkeit von Medien weltweit. Die Besatzung nutzt die Gelegenheit, ihre Arbeit im Fernsehen zu präsentieren und Einblicke in das Leben an Bord der Station zu geben, einschließlich der Feinheiten der Astronautenhygiene, sehr zur Freude neugieriger Kinder. In einer herzerwärmenden Geste wird einer Schule die Aufgabe übertragen, den Organismus zu benennen, und die einstimmige Wahl fällt auf Kelvin, der von jubelnden Menschenmengen auf den Straßen gefeiert wird. Während die Aufregung weitergeht, äußert Miranda ihre Bedenken um Davids Gesundheit und erkennt die Belastung, die sein verlängerter Aufenthalt auf der Station mit sich bringt. Trotz Annäherung an seine Strahlenbegrenzung und beschleunigtem Schwund bleibt David unbeeindruckt und findet Trost in der Kameradschaft des Weltraums. Fernab von der Feindseligkeit irdischer Konflikte, nachdem er im Militär gedient und die Schrecken des Krieges erlebt hat. Am nächsten Tag macht Hugh eine überraschende Entdeckung. Kelvins schnelles Wachstum hat zur Entwicklung eines komplexen neuronalen Netzwerks geführt, mit Hunderten von Zellen, die unabhängig als Muskeln, Nerven und Photorezeptoren funktionieren. Commander Cat beschreibt Kelvin treffend als eine Verschmelzung von Gehirn, Muskeln und Augen. Hugh beobachtet Kelvins Entwicklung von Gliedmaßen und versucht, Kontakt herzustellen, was die Zellen dazu bringt, sich in faszinierende Formen zu verwandeln. Mitten in ihrem Alltag erlebt Ingenieur Sho einen herzerwärmenden Moment, als er seine Frau B.I. der Geburt via Livestream beobachtet und die Besatzung feiert das Ereignis, wobei Cat Sho ein Buch für Geschichtenerzählungen über Videotelefonate schenkt. Trotz seiner geringen Größe zeigt Kelvin einen vollständig ausgebildeten Körper und klettert sogar auf Hughes Finger. Doch Wochen später wird die Ruhe durch einen Alarm im Labor erschüttert und Miranda ist perplex über die plötzliche Fehlfunktion. Rory eilt, um das Problem zu beheben, aber die Quelle bleibt für Miranda ein Rätsel. Während Hugh über die jüngsten Ereignisse nachdenkt, gibt er zu, sich schuldig zu fühlen, möglicherweise ein entscheidendes Detail in Bezug auf Kelvin übersehen zu haben. Rory und Miranda rügen ihn prompt und betonen die Notwendigkeit von Vorsicht aufgrund der Unsicherheiten rund um ihre Entdeckung. Da Kelvin Anzeichen von Inaktivität nach der durch die Fehlfunktion verursachten Druckänderung zeigt, spekuliert die Besatzung, dass es möglicherweise in einen Zustand der Winterruhe eingetreten ist. Nachdem verschiedene Optionen erkundet wurden, entscheidet sich Hugh, Kelvin vorsichtig mit einem winzigen elektrischen Reiz aus seinem Schlummer zu wecken. Allerdings erwacht Kelvin plötzlich zum Leben, heftet sich mit unerwarteter Heftigkeit an Hughs Hand und zerbricht dabei den Zauberstab. Trotz Hughs Bemühungen, sich zu lösen, führt der hartnäckige Griff von Kelvin dazu, dass seine Hand unnatürlich verdreht wird. Besorgt um Hughs Sicherheit, erwägt die Besatzung, das Labor zu betreten, um zu helfen, aber Miranda lehnt dies entschieden ab und erkennt die Gefahr, die damit verbunden wäre. Während Hugh kämpft, versetzt ihn ein plötzlicher Schlag gegen seinen Kopf in Ohnmacht und Kelvin lässt von ihm ab. Mit Hugh außer Gefecht gesetzt, beobachtet die Besatzung die Schwere seiner Verletzungen. Kelvin, unbeirrt vom verstärkten Handschuh, verwendet den elektrischen Zauberstab, um sich zu befreien, richtet seine Aufmerksamkeit auf eine unglückliche Laborratte und tötet sie schnell. Rory nutzt die Gelegenheit und wagt sich ins Labor, um Hugh zu holen, indem er ihn rasch in Sicherheit bringt, während das Chaos herrscht.
Getrieben von Verzweiflung versucht Rory, das Wesen mit einer Sauerstoffkerze zu vernichten. Aber Calvin erweist sich als flink, weicht den Flammen geschickt aus. Mit Cats Zustimmung schwingt Rory den Verbrenner in einem frenetischen Versuch, die alienhafte Bedrohung zu vernichten. Trotz seiner Bemühungen bleibt Calvin widerstandsfähig und geht unversehrt aus der feurigen Attacke hervor. Rorys Mund ein und leitet einen grausamen Untergang von innen ein. Während Rory Calvins tödlicher Invasion erliegt, intensiviert sich das Chaos, als der schwebende Verbrenner den Feueralarm auslöst und Löschgas ins Labor freisetzt. Calvin nutzt die Gelegenheit und taucht aus Rory auf, seine imposante Größe verzehnfacht, wirft einen Schatten des Schreckens über die geplagte Besatzung. In einem verzweifelten Versuch, die eskalierende Krise einzudämmen, mobilisiert die Besatzung, die Gasventile abzudichten. Doch Calvin übertrifft ihre Bemühungen und zwängt sich durch eine Undichtigkeit, um das Labor zu verlassen. Während das Team feierlich um Rorys Überreste trauert, leitet Cat einen Notruf an die NASA ein, nur um eine verheerende Kommunikationsstörung zu entdecken. Sho entdeckt die Fehlfunktion des Senders und leitet eine dringende Reparaturmission im Weltraum unter Cats Leitung ein. Ihre Bemühungen werden jedoch vereitelt, als sie einen überhitzten Sender mit leerem Kühlmittelbehälter entdeckt, ein Beweis für Calvins gierigen Verzehr. Aus der Kammer kommend, schnappt sich Calvin Cat, um in ihren Anzug einzudringen. Trotz seiner vergrößerten Größe widersteht Cats Raumanzug einer fremden Invasion, aber aufgrund eines leckenden Kühlers muss sie in eine Luftschleuse springen. Während ihr Leben dahinschwindet, wirft Calvins drohende Präsenz einen Schatten über die Trauer der Besatzung. Entschlossen, ihre Zuflucht zu schützen, überwacht die Besatzung Calvins Bewegungen und erkennt die Triebwerke als ihre einzige Verteidigung gegen den unerbittlichen Eindringling. Als Sho die Triebwerke aktiviert, um Calvin abzuwehren, zittert die Station unter der Belastung und gefährdet ihre Stabilität. Mit schwindenden Treibstoffreserven steht Sho vor einer entscheidenden Entscheidung: die Umlaufbahn der Station wiederherstellen, wenn auch auf die Gefahr hin, dass Calvin erneut Einlass gewährt wird. Hughes Hypothese bietet inmitten des Chaos einen Hoffnungsschimmer und deutet auf Calvins alte Abstammung und die Möglichkeit hin, Winterruhe durch atmosphärische Manipulation herbeizuführen. Indem sie sich in einer Kapsel versiegeln, unternehmen die Crewmitglieder einen verzweifelten Versuch, Calvin Sauerstoff zu entziehen und ihre Zuflucht gegen die heranrückende Bedrohung zu stärken. Inmitten der düsteren Reflexion über ihre gefallenen Kameraden trägt Hugh die Last der Verantwortung und ringt mit Selbstvorwürfen im gemeinsamen Leid der Besatzung. Davids stoische Beruhigung mildert die Schuld ab und betont die kollektive Verantwortung in ihrem. Hektische Bemühungen, Hugh zu stabilisieren, enthüllen eine erschreckende Offenbarung. Calvin, getrieben von unersättlichem Hunger, greift den handlungsunfähigen Wissenschaftler an und nutzt seinen geschwächten Zustand aus, um seinen unersättlichen Appetit zu stillen. Mirandas verzweifelter Versuch, Calvin zu schocken, führt zu einer schrecklichen Erkenntnis, da das Wesen konventionelles Verständnis trotzt und seine evolutionäre Überlegenheit die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Angesichts dieser eskalierenden Bedrohung stellt sich die Besatzung einem Gegner, dessen Widerstandsfähigkeit ihren eifrigsten Bemühungen trotzt und eine gefährliche Eskalation in ihrem Kampf ums Überleben ankündigt. Während die Besatzung in ihrem verzweifelten Versuch, Calvins Verfolgung zu entkommen, auseinanderstreut, findet Sho Zuflucht in einer Schlafkapsel und klammert sich an die fragile Hoffnung, dem Griff des Wesens zu entkommen. Calvins primitiver Angriff manifestiert sich, während es die Kapsel unerbittlich angreift. Seine Urinstinkte treiben es dazu, seine Beute aufzuspüren. Doch als Calvins Interesse nachlässt, bleibt Shows Zufluchtsort intakt und bietet eine flüchtige Atempause im Chaos. In der Zwischenzeit kehren David und Miranda zu Hughes Seite zurück, ihre Herzen schwer vor Trauer, als sie sich von ihrem gefallenen Kameraden verabschieden. Hughes letzte Bitte, der einfache Wunsch, die Schwerelosigkeit ein letztes Mal zu erleben. In einer Laune des Schicksals schluckt Calvin unwissentlich Hughes Peilsender und besiegelt so sein eigenes Schicksal. Mit berechneter Präzision locken sie das Wesen in eine Falle, versiegeln es in einer Kammer und entziehen ihm den lebenserhaltenden Sauerstoff, den es begehrt. Während Calvins verzweifelte Kämpfe durch die stille Weite der Station hallen, machen sich David und Miranda bereit für das unvermeidliche Duell, im Wissen, dass ihr Kampf ums Überleben gerade erst begonnen hat. Als der Computer die bevorstehende Ankunft eines Shuttles verkündet, beschleunigt sich Davids Herz vor Vorfreude. Ein Funke der Erleichterung keimt in ihm auf,
als er es wagt zu glauben, dass die Rettung nahe sein könnte. Doch als das Shuttle näher kommt, werden seine Absichten schnell klar und zerstören ihre fragile Illusion von Sicherheit. Mirandas Enthüllung versetzt die Besatzung in Schockwellen, jedes Wort schwer von der Last des drohenden Untergangs. Die Raumfähre, einst als Rettungszeichen gesehen, zeigt sich nun als Vorbote der Zerstörung. Eine letzte Feuerschutzwand gegen die herannahende Bedrohung von Calvin. Unvermeidliche Konfrontation ein, ihre Hoffnungen auf Rettung zerschlagen gegen die kalte Weite des Weltraums. Bereit, das Versprechen der Befreiung zu umarmen, tritt er aus der Kapsel, ahnungslos von der drohenden Gefahr, die kurz hinter der Luke lauert. Miranda und David rennen gegen die Zeit an. Ihre verzweifelten Warnungen hallen durch die stillen Gänge. Aber das Schicksal interveniert mit grausamer Gleichgültigkeit. Während Sho an der Schwelle der Hoffnung steht, taucht Calvin aus den Schatten auf, ein lautloser Jäger bereit zuzuschlagen. Mit sinkendem Herzen erkennt Sho die Wahrheit zu spät, sein Schicksal im erbarmungslosen Griff der Leere besiegelt. In der eiskalten Stille des Weltraums steht die Besatzung ihrer dunkelsten Stunde gegenüber, ihr Kampf gegen die heranrückende Dunkelheit an der Messerspitze des Überlebens. Mit dem bedrohlichen Herannahen der Raumfähre werden Davids Hoffnungen zerschlagen, als er die wahre Natur ihrer Mission erkennt. Sie sollen ins Abgrund des Weltraums geworfen werden, weit außerhalb der Reichweite der Erde. Die verzweifelten Versuche von Miranda und David, Sho zu warnen, kommen zu spät. Die eiskalte Realität dämmert ihnen auf, als Calvin die Gelegenheit ergreift, in die Station einzudringen. Shows verzweifelter Kampf gegen die Leere beginnt. Seine tapferen Bemühungen werden von Calvins tückischem Griff vereitelt. Mirandas mutiger Versuch, Sho zurückzugewinnen, endet mit tragischen Konsequenzen, da Calvins Zähigkeit obsiegt und Sho in die gnadenlose Weite des Weltraums zieht. Während die Station unaufhaltsam dem drohenden Untergang entgegenfliegt, konfrontieren Miranda und David die erschütternde Realität ihrer Situation. Mit schwindender Zeit und ihrem Schicksal an einem seidenen Faden stellen sie sich auf die stürmische Reise vor. Ein Wettlauf gegen die Zeit vor dem Hintergrund einer drohenden Katastrophe. In einem bewegenden Moment der Reflexion entfacht Davids Worte einen kühnen Plan aus Verzweiflung und Entschlossenheit. Mit Calvins rücksichtsloser Verfolgung, angetrieben von der primitiven Suche nach Sauerstoff, greifen sie die kühne Idee des Opfers als Weg zur Rettung auf. Während David dem Fluchtpott näher kommt, dient seine unerschütterliche Entschlossenheit als Lichtblick inmitten der herannahenden Dunkelheit. Angesichts des bevorstehenden Opfers ringt Miranda mit dem Gewicht ihrer Entscheidungen, ihr Herz zerrissen zwischen Pflicht und Verzweiflung. Calvins rücksichtslose Verfolgung dauert an, als er von Kerze zu Kerze springt und dabei immer näher an Davids Zuflucht herankommt. Durch schnelles Denken und Nerven setzt David Ablenkung ein, um seine Sicherheit innerhalb der Kapsel zu gewährleisten. Eine. Mit dem Zeugen von Davids Opfer wird Mirandas Entschlossenheit in Aktion umgewandelt, als sie durch den gefährlichen Weltraum navigiert, um die Zuflucht der anderen Kapsel zu erreichen. Doch mitten im Chaos von Trümmern und fehlerhaften Systemen hängt ihre fragile Hoffnung an einem Faden, geschüttelt von den erbarmungslosen Kräften des Schicksals. In einem turbulenten Kampf gegen die Naturgewalten und den unerbittlichen Griff von Calvin kämpfen David und Miranda gegen unüberwindbare Hindernisse ums Überleben. Während ihre Kapseln durch die unendlichen Weiten des Weltraums rasen, hängt ihr Schicksal in der Schwebe, ein zerbrechlicher Tanz zwischen Erlösung und Vergessenheit. Mit der Erde als Spielwiese erscheint Calvin als unheilvolles Gespenst, dessen Anwesenheit einen Schatten auf den zerbrechlichen Frieden des menschlichen Reiches wirft. Als die Fischerboote zusammenkommen, um Hilfe zu leisten, hängt das Schicksal der Erde am seidenen Faden. Ein Zeugnis des andauernden Kampfes zwischen der Menschheit und den unbekannten Kräften, die jenseits der Sterne lauern.